Möbels für Leo Föderl. Föderl aufs kurze Eck und er macht es. Ganz frech die Führung. Erwischt eiskalt Kevin Reich. Das war's. Enriquez Morales eben auf der anderen Seite probiert. Aus Battles. Gucken wir nochmal drauf. Pass in die Mitte weggenommen. Und dann probiert das einfach. Findet die Lücke. Sie nähern sich an. Und dann der Fehler von Daniel Pieta an der Blauen. 1-auf-1 Situation. Die Möglichkeit und Giovanni Fiori wird dann noch im allerletzten Moment behakt und es gibt den Penalty. Marcel Nöbels. Nöbels gegen Kevin Reich. Ganz wichtig für Berlin. Nöbels verzögert und legt ihn dann ganz easy, ganz lässig an Kevin Reich vorbei, der die Bewegung mit Nöbels macht. Schauen wir nochmal drauf. Verzögert, nimmt das Tempo raus, dann macht er einen Schnellmove. Nimmt Reich mit rüber. Der Penny DL. Und jetzt die Passer komplett und die Chance für Marco Friedrich. Macht das gut und der Anschluss. Das 1-2, so schnell geht's. Aus einer Unterzahl. Scheibenverlust. 10. Saisontreffer. Wir schauen Jonas Müller mit dem dicken Bock. Und dann Marco Friedrich, eiskalt. Guck nicht draußen gewesen über die Blaue. Marco Novak mit dem Schuss. Und der Abfälscher von Manuel Widerer eröffnet einen kleinen Heimspielstreak. Kriegt die Scheibe nicht weg, dann bringt sie für Philipp Kraus und dann wird es gefährlich, weil Marco Novak den Puck abfälscht. Fast durch die Beine von Kevin Reich. Jetzt die Möglichkeit für Berlin und das 4-1. Den Konter überragend zu Ende gespielt und abgeschlossen von Zach Boychuk. Vorarbeit kam von Yannick Bellieu. Treffer in dieser Saison von Zach Boychuk. Stark wie stabil Bellieu bleibt. Wayne Simpson verzieht ans Außennetz. Marco Novak macht's gut. Jetzt die Scheibe rausgebracht und das ist es. Den 30-jährigen Kanadier kurz anvisiert. Für die Eisbären Berlin im Kampf um Platz 10. Bejubelt von knapp 13.000 Zuschauern und sie wissen, bei wem sie sich. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.